Ja, herzlich willkommen zu der Wisdom Factory, zu einer deutschen Ausgabe, die ich heute mit Michael Glück bestreite. Ich bin Heidi Hörnlein und ich bin in diesem wundervollen Blumenfeld. Das heißt nicht direkt, das Blumenfeld ist da draußen, aber es ist genauso schön, wie ihr hier hinter mir seht. Ich bin in Italien und Michael ist in Deutschland. Und wir beide sind sogenannte Salonleiter des integralen Forums. Das heißt, wir führen Gruppen, die dazu dienen, das integrale Leben, sagen wir mal, oder die integrale Theorie und die integrale Praxis zu üben und in die Welt zu bringen. Ich mache das online. Ich habe Frauengruppen, mit denen ich über bestimmte Themen spreche. Oder wir sprechen zusammen. Ich frage natürlich auch was, aber im Allgemeinen ist das wirklich ein wunderbares Gruppenflow-Gespräch über bestimmte Themen. Das letzte zum Beispiel, die Frauen am virtuellen Brunnen, das ging über Erde. Und vorher sprachen wir über Wasser. Und dann werden wir über Feuer und all die Elemente weiter sprechen. Aber diesmal wollen wir über eine andere Praxis sprechen, die man auch in einem integralen Salon machen kann. Und zwar WeSpace, wie man es so schön auf Deutsch sagt, nicht? Michael, magst du ein bisschen was erst über dich sagen? Und dann, was ist denn dieser WeSpace, den du da so machst? Ja, danke Heidi für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir da uns austauschen können. Ich bin in der Nähe von München, habe zwei erwachsene Kinder, zwei Enkelinnen schon. Also praktisch alle Entwicklungsstufen sind mir präsent in der Familie. Beschäftige mich mit integralen Salons seit 2000 und mein Anliegen ist diese Wir-Praxis, das Wunder des Wir. Ken Wilber beschreibt es ja in seinem Büchlein The Fourth Turning. Da nimmt er das erste Mal so richtig Stellung zu dem Thema. Das ist so der theoretische Hintergrund. Und warum halte ich das für so wichtig? Die aqual-integrale Landkarte ist super detailreich und wenn man sich damit beschäftigt, wirkt es eben schon als psychoaktive Karte, weil man sofort anfängt, Dinge einzuordnen. Die Brille ändert sich, man hat einen anderen Blick auf die Welt und möchte das auch dann teilen. Und so bin ich jetzt hier Ansprechpartner für die Salons München und wir haben einen Salon, der in Präsenz normalerweise stattfindet, der ist jetzt leider auch ins Internet abgewandert im Moment. Alle jammern. Es war gestern schon ein bisschen traurig. Und da ich ja dann auch noch immer Leute kommen zu mir, die da mitmachen wollen, jetzt habe ich noch einen zweiten reinen Online-Salon gestartet, den ich WeLab nenne, also Wir-Labor. Diese Gemeinschaftsbildung ist jetzt nicht zielgerichtet, was zu manifestieren, sondern das direkt zu üben in der Gruppe. Auch mit Fremden, die man jetzt noch nicht so gut kennt. Und dieses Gemeinschaftsgefühl oder eher Zustand ist jetzt nicht eine Bestätigung der eigenen Meinungen und sich gegenseitig nur wohlfühlen, sondern es geht da um wesentlich mehr. Ich nenne es auch kausale Gemeinschaft, weil hier bestimmte Voraussetzungen gebraucht werden. Voraussetzung zum Beispiel, dass man das Zeugenbewusstsein nicht nur weiß, dass es gibt, sondern dass man das auch anwenden kann. Das heißt, man kann seine eigenen Gefühle und die Perspektiven und Gefühle der anderen wirklich beobachten. Und es passiert natürlich, dass man aktiviert wird. Alles, was einen nervt, affektiert einen. Und das kann man natürlich auch beobachten. Aber wenn man wirklich aktiviert ist, dann braucht es auch noch andere, die jetzt diese Zeugenposition halten können. So wie ein Bild bei der Feuerwehr gibt es diese Sprungtücher und da braucht es einfach sehr viele, die da dieses Tuch aufspannen. Und so ist es
idealerweise in einem integralen Salon mit WeSpace oder Wir-Praxis, dass diese Aufmerksamkeit, dieses Raumhalten gemeinsam gemacht wird und möglichst wenig eigene Befindlichkeit, eigene Meinung reinkommt. Natürlich kommt es, kann man es nicht vermeiden, ist ganz klar, wenn Menschen zusammenkommen, dann, wenn man was hört, wird es immer sofort verglichen mit dem eigenen Weltbild. Und da gibt es auch, sage ich mal, ein gewisses Sterben, also Sterben im Sinne von, ich gebe mein Weltbild auch mal auf. Und dieses Loslassen ist nicht so einfach. Da kommt dann diese Schattenarbeit ins Spiel. Ja, jetzt möchte ich erst mal kurz da unterbrechen. Also es läuft ja ziemlich viel unter WeSpace, ne, heutzutage. Ich glaube, das erste Mal bin ich da vorbeigekommen mit Andrew Cohen und seine WeSpace Practices. Das war ja stark auf Meditation, auf seine Tenants, die er da ausgefunden hat, ausgerichtet. Dann weiß ich von anderen Menschen, die auch ihre Arbeit als WeSpace bezeichnen, aber ich habe das Gefühl, das ist immer was anderes. Thomas Bibb, WeSpace, es ist mehr auf das Paar bezogen, ja, auf wie man in einem Paar ein WeSpace herstellt. Und du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, was da anders ist. Es ist also nicht das, was ich mache, zum Beispiel, dass wir uns über ein Thema unterhalten und unsere, was so aufpoppt, zusammensammeln, so wie kleine Puzzlestückchen und daraus ein Bild formen, sondern bei dir geht es noch mehr um das Sein und du hast auch das Wort gesagt, Raum halten. Das finde ich jetzt mal ganz spannend. Vielleicht kannst du auch mal sagen, was heißt eigentlich Raum halten? Was verstehst du darunter und wie geht das? Ja, das ist, Raum halten ist eine Qualität, für den anderen da zu sein und sein Hören so zu öffnen, dass man möglichst wenig eigene Befindlichkeit reingibt. Das heißt, man gibt dem anderen Raum, dass er sich vollkommen angenommen und verstanden fühlt. Das ist zum Beispiel die Qualität von einer guten Mutter, die für ihre Kinder da ist und für die den Raum hält. Oder auch zum Beispiel in der Hospizarbeit geht es sehr viel um dieses Raumhalten für jemand, der den letzten Weg macht. Ja, und als Gegenbeispiel könnte man vielleicht das nehmen, dass man jemanden zuhört, nur um zu sagen, oh, bei mir ist es aber so und so. Ne? Das ist ganz bestimmt nicht dem anderen die Möglichkeit geben, von sich zu erzählen, sondern man nimmt dann das, was der andere sagt, um selber sein eigenes Ding reinzubringen. Ist es das, was du meinst, die eigene Befindlichkeit draußen zu halten? Richtig. Das ist der Unterschied zwischen Empathie und Sympathie. Sympathie sagt, ach du Armer, ach, ich kenne das auch, aber da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, das zu lösen. Das ist dieses Ratschläge geben, die dann doch irgendwelche Schläge sind und der andere zieht sich zurück. Und es gibt dann zwei Qualitäten von Sprechen. Wenn ich spreche, kann ich Raum verbrauchen. Das heißt, die anderen ziehen sich zurück, werden vielleicht genervt oder schalten ab. Oder ich spreche und der Raum vergrößert sich. Das heißt, wenn ich wirklich berührt bin, kann ich andere berühren und dann in diesem Berührtsein sprechen. Und die anderen fühlen sich verstanden. Und idealerweise passiert es dann in der Gruppe und ich kann mich in jedem Einzelnen wiederfinden und es tritt auch eine gewisse Entspannung ein. Es kann vorher, können auch Tränen fließen oder Trauer kann auftauchen, weil es sehr berührend ist. Und ich orientiere mich da auch an den Phasen der Gemeinschaftsbildung nach Scott Peck. Der hat es, glaube ich, in den 80er Jahren das erste Mal formuliert, dass das ein Prozess ist und hat diesen Prozess, der normalerweise im Hintergrund abläuft, nach vorne geholt und untersucht und das mit Gruppen geübt.
Ja, ich denke, da sollte es ein bisschen klarer geworden sein, was du meinst damit. Was bezweckst du damit? Ich mache es natürlich in erster Linie für mich, weil mir das Spaß macht und ich Gemeinschaften liebe. Und auch sehe, wie schwierig das ist und wozu das führt, wenn wir uns immer getrennt fühlen. Also Mensch ist getrennt von Natur, Menschen sind getrennt von anderen Menschen. Und ich meine, was jetzt ansteht in der Evolution, ist eigentlich dieses gemeinsame Handeln. Und das kann nur aus einem gemeinsamen Wir-Raum entstehen. Und es gibt natürlich überall Wir-Räume, die unterschiedliche Qualitäten haben. Wir haben gestern bei unserem Salon darüber gesprochen, wenn jetzt jemand Ärger ausdrückt, dann war derjenige, der Ärger ausgedrückt hat, hat gemeint, naja, wenn jetzt alle im Zeugen sind, dann müsstet ihr ja wirklich, müsstet der Raum sich ja vergrößern. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Wenn man das Sprechen ist etwas anderes. Ich meine, man kann natürlich auch Gemeinschaften schaffen mit Ärger. Das sehen wir ja in den USA, wie Ärger Menschen verbinden kann. Aber es ist nicht das, was ich möchte, sondern es geht um das Getrenntsein wieder ein Stück aufzugeben, auch wenn es nur für eine gewisse Zeit ist, weil dieser Gemeinschaftszustand ist nicht, was man irgendwie haben kann und dann ist es da, sondern es kann auftauchen. Also es taucht auf. Manche denken, das ist irgendwie Gottes Gnade, dann hat man dieses, sondern man kann schon den Raum vorbereiten, damit es auftaucht. Ja, also da kommen gleich viele Sachen, die ich dich dazu fragen wollte. Ich fange mal vom Letzten an, den Raum vorbereiten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du ein Leiter bist von irgendwas, ich war ja Chorleiter, ne? Und wenn du selber ruhig bist in schwierigen Situationen, dann kannst du es schaffen, dass der Raum so ist, dass die anderen sich da einklinken können, wenn du als Leiter all over the place, wenn man auf Englisch sagt, also auch von der Panik oder von dem Ärger oder sowas erfasst wird, dann ist es schwieriger, so einen Raum zu halten. So, die Frage daher, was sind die Practices, oder die Voraussetzungen, dass ein Mensch positiv einwirken kann auf das Raumhalten? Ja, die Fähigkeit, in die Präsenz zu gehen. Und wir haben ja, sage ich mal, drei Körper. Wir haben den grobstofflichen Körper, den subtilen und den kausalen Körper. Und je nachdem, wo mein Schwerpunkt ist, kann ich dann auch entsprechend den Raum halten. Und deshalb spreche ich auch von kausaler Gemeinschaft, weil ich aus dem kausalen Raum, also aus der Zeugenposition, die ganzen anderen Emotionen und meine eigenen und die der anderen erstmal halten kann und dass sie da sein dürfen, weil sobald ich was ausschließe, dann geht es nicht mit dem Gemeinschaftszustand. Also wenn man sagt, darüber will ich jetzt nicht sprechen, das ärgert mich fürchterlich. Aber lass mal das mal beiseite. Das funktioniert nicht, weil das wirkt und kann dann auch einen ganzen Prozess blockieren. Hast du mir praktisch schon fast beantwortet, die Frage, oh, jetzt kommt mein Hund rein, macht immer die Tür selber auf. Na gut. Die Frage nach den Emotionen, wenn die auftauchen, wenn zum Beispiel Ärger auftaucht und so, wie kannst du das dann schaffen oder die Mitglieder in dem Raum schaffen, dass es dieses Gefühl von dem Wir-Raum nicht verloren geht, dass das nicht aufbricht, sondern dass es eher noch ein Anlass wird, um den Raum zu vertiefen. Ja, erstmal gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten zu sprechen, ohne den anderen jetzt zu verletzen. Das kann man natürlich nicht immer einhalten. Es gibt diese gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg, es gibt diese Ich-Mitteilungen.
Es können aber auch immer versteckte Angriffe sein, oder der andere kann sie als Angriff empfinden, obwohl man es nicht so gemeint hat. Und deshalb spricht zum Beispiel auch Scott Peck von der sogenannten Chaosphase. Wenn Menschen zusammenkommen, ist man zunächst höflich und nett und man hat ja auch irgendwie die gleiche Ansicht, mehr oder weniger, man hat das gleiche Anliegen, weshalb man sich versammelt. Und wenn man länger dann zusammen ist, dann fangen die anderen an zu nerven. Und das ist, das kann man sich nicht schönreden. Das heißt, die eigenen Schatten werden eigentlich ausgelöst und das ist die Chance. Also man braucht dann eben die Fähigkeit, im Zeugen zu ruhen. Man muss wissen, dass Schatten ausgelöst werden und dass man Schattenarbeit als positive Entwicklung, wenn man ja was neu wieder integriert, was man verdrängt oder abgespalten hat, dass die persönliche Evolution damit auch angekurbelt wird und dass man Schattenarbeit nicht irgendwie als unangenehm, ich meine, sie ist unangenehm, das muss man halt aushalten. Also es braucht auch immer eine Frustrationstoleranz. Also wenn jemand zu meinem Salon kommen möchte, dann sage ich erstmal, das ist unangenehm und es werden unangenehme Gefühle auftauchen. Es ist nicht nur schön. Und das versuche ich Ihnen erstmal so zu sagen, es ist unangenehm, dabei zu sein. Wenn man das im Blick hat, also ich kann in die Präsenz gehen und meine eigenen Gefühle beobachten, ohne sie zu unterdrücken. Ich kann, ich sehe Schattenarbeit als ganz wertvollen Beitrag für meine persönliche Entwicklung. Ich bin bereit, es auszuhalten und nicht gleich wegzulaufen. Dann ist es eben in dieser Chaosphase, die Scott Peck beschreibt, wo es durcheinander geht, wo die Leute wollen dann, weil es unangenehm ist, die wollen mehr Struktur, die wollen Führung, die wollen weggehen. Und dieses Ausweichen, das ist Teil des Spiels. Man kann natürlich sagen, ja, schaut hin, wir sind jetzt in der Chaosphase. Wir wissen nicht weiter. Und es geht nicht darum, alles loszulassen, weil der Mensch sträubt sich, wenn seine Weltanschauung irgendwie in Frage gestellt wird. Das ist total unangenehm, weil wir uns damit identifizieren, mit unseren Meinungen, und die werden natürlich von den anderen in Frage gestellt und angepiekst. Und dann geht es eben in so eine quasi in so eine Art Hoffnungslosigkeit, wo man keinen Rat weiß. Und als Leiter oder als Facilitator, wie wir ja auch sagen, Facilitator muss den Raum oder macht den Raum auf und versucht, möglichst wenig einzugreifen. Das ist eine umgekehrte Führung. Und die Führung liegt bei dem, der sich im Moment am verletzlichsten aufmachen kann. Also Wilber spricht davon eine Art Beichte. Also wenn man wirklich sich verletzlich zeigt und sein eigenes Gebrochensein mit dem anderen teilen kann. Und das ist das Risiko, weil, wie du vorhin gesagt hast, dann kommen die guten Ratschläge, so, sei doch nicht so traurig oder ist doch nicht so schlimm. Und drum scheuen wir das, uns so verletzlich zu zeigen, weil wir die anderen einladen, die natürlich mit ihrem eigenen Schmerz in Berührung kommen, dass sie dann gute Ratschläge geben, weil sie nicht den Schmerz zulassen können, wollen oder auch gar nicht bewusst sind. Ich finde es jetzt spannend aus mehrerlei Hinsicht. Einmal dieses in Chaos sein und das an der eigenen Weltanschauung festhalten zu wollen, das sieht man ja nicht nur individuell im Moment und in kleinen Gruppen, sondern man sieht es weltweit, ne? Dass man nicht den Dingen wirklich ins Gesicht sehen möchte, sondern lieber soll alles so bleiben, wie es ist. Ja, bitteschön. Dann von Scott Beck sagst du ja, das ist nur eine Phase und dann geht es weiter und das ist eine gute Hoffnung. Aber dieses Thema zu nehmen, sind wir dann vielleicht als integrale Salons eine Art von Raumhalter für das, was in der Gesellschaft passiert? Also das ist einfach nur eine Idee mir gekommen ist jetzt. Das, was du im Kleinen machst, in Gruppen mit Individuen,
Könnte das nicht auch sein, dass wir das kollektiv den Raum halten können dafür? Ja, das wäre absolut ganz tolles Ziel, das zu machen. Was ich halt auch erlebe, Ken Wilber ist jetzt nicht der Gemeinschaftsmensch. Der ist der Superdenker, der entwirft die Karten, der, also, und das zieht natürlich Leute an, die auch, die das anspricht. Das heißt, man möchte sich immer noch mehr mit diesen Karten beschäftigen, man möchte es verbinden mit dem Enneagramm und vielleicht noch andere Stufen dazu nehmen, um immer besser die Sachen zu verstehen. Und diese Gemeinschaftsarbeit kommt dann irgendwo, also so erlebe ich es halt, ein bisschen kurz, weil die halt, die ist mühsam und es braucht wirklich auch das Setting. Ich denke, was du machst mit dem Sprechen, mit dem co-kreativen Sprachprozess, das geht auch in die Richtung, weil da können sich die Menschen öffnen und teilen ihre Sorgen, ihre Ängste, ihre Wünsche, ihre Freude, und da entsteht auch Gemeinschaft. Es ist aber noch nicht die Gemeinschaft als Gemeinschaftsbildung im Fokus. Das, was normalerweise im Hintergrund läuft, möchte ich bewusst machen. Und dann irritiert es die Leute, weil sie sagen, ja, wieso, ich habe jetzt keine Agenda, es gibt kein Thema. Letztes Mal war jemand dabei, der hat gesagt, ja, bin völlig verloren. Ich meine, er sagt, wenn er Improvisationstheater macht, dann liegen da Zettel und dann sind irgendwelche Stichworte, wo die Leute dann einsteigen können. Und dann habe ich gesagt, ja, bei uns auf der Bühne liegen lauter Zettel und da steht Gemeinschaftsbildung drauf. Also das ist so der Inhalt. Und dann braucht es natürlich Leute, die bereit sind, das zu machen und auch in der Lage sind. Das heißt, das kann nicht jeder machen. Wenn jemand sehr identifiziert ist mit seiner Meinung, mit seinem Weltbild, und das ist gerade jetzt, wenn man diese integrale Karte anschaut, im ersten Rang, sind die Stufen, die sind sehr rigide, was die Ablehnung der anderen Stufen angeht. Und eigentlich erst am zweiten Rang habe ich diese perspektivische Höhe, die Ebene, wo ich alles sehen kann und auch würdigen kann, dass ich jetzt nicht jemand ausschließen muss, der eine andere Stufe hat. Also ich meine, meine kleinen Enkelinnen, die sind auf einer anderen Ebene. Und klar kann ich mit denen wunderbar kommunizieren und spielen, aber ich werde mit denen kein Faust lesen. Genau, da wollte ich nämlich auch drauf kommen, für wen ist das eigentlich richtig? Und was du machst, was ich mache, und ist die Möglichkeit, dass man durch diese Aktivitäten, also braucht man, sagen wir mal, eine bestimmte Art von Menschen, die diesen Raum ja schon halten können, sodass neue Menschen hineingezogen werden können oder hineinwachsen können, wie auch immer man das nennen will? Was hast du da für Erfahrung? Ja, der Wir-Raum setzt sich ja durch die Räume der einzelnen Teilnehmer zusammen. Und wenn ich jetzt Teilnehmer habe von einer, sage ich mal, aus dem zweiten Rang, die das intellektuell auch auf alle Fälle verstehen und vielleicht emotional noch Entwicklungsbedarf haben, die können dann schon jemand mit reinnehmen, der, sage ich mal, eher so in der orangen oder orange zu grün Übergang ist, also von rational zu transrational. Aber die fallen dann auch zum Teil wieder raus. Also es ist ein gewisses, diese Ausdehnung, diese Stufen transformieren, das erfordert, das ist eine Kraft, die anstrengend ist. Und dann, wenn ich jemanden habe, der kommt und sich verstanden fühlen möchte und sich bestätigt fühlen möchte, der wird dann enttäuscht sein von der Gruppe, weil die Gruppe es erfordert, dass er auch in die Zeugenposition gehen kann. Und Gemeinschaften können sich, denke ich, nicht... Evolution in Gemeinschaft ist eher, dass jeder Einzelne diese Schritte macht.
Weil wir sind ja kein, wir sind ein soziales Holon und können nicht jetzt als Gesamtheit transformieren. Es geht immer nur für die einzelnen Teilnehmer. Ja, das sehe ich auch so. Und dazu, du hast am Anfang gesagt, du sagst den Menschen, es kann auch unangenehm werden, was natürlich so ziemlich keiner hören möchte. Und dann hast du von Schattenarbeit gesprochen, als wichtiger Moment, solche, sagen wir mal, gemeinschaftsfähig zu werden für solche Art von Gemeinschaften. Denn wie du schon gesagt hast, Leute aus dem Orangenlevel, die kommen dann rein und sagen, ja, was soll ich denn hier überhaupt? Das, meine Zeit ist ja da völlig verplempert. Wo soll denn das hingehen? Ja, so, ne? Und insofern, das ist sicher noch nicht so gut. Die andere Art von Gemeinschaft, von der du sprichst, wo du Selbstbestätigung haben willst, das ist ja dann eher auf dem grünen Level, ne? So dass du, oh Gott, ja, ja, und wie gut du bist und ja, du bist das und so weiter, ne? Kennt man ja. Und was du anstrebst, ist eigentlich schon Second Tier, wovon du gesprochen hast, zweite Level Gemeinschaft, ja. Und du sagtest am Anfang, dass das was mit Schattenarbeit zu tun ist. Kannst du ein bisschen erklären, was das ist und warum hat es damit zu tun, warum braucht man das? Ich glaube, ich habe schon ein bisschen gehört, weil du gesagt hast, ein Second Tier, das sind schon ein paar Leute mit dem Kopf schon da, aber vielleicht noch nicht so ganz da. Kannst du da ein bisschen mehr drüber sagen? Ja, Schatten, es ist ein Konzept, das kommt ja auch aus der Psychotherapie, dass wir in der Vergangenheit unangemessene oder unstimmige Situationen erlebt haben, vor allem im Kindesalter oder auch präverbal, und daraus eine Überlebensstrategie sich entwickelt hat, um damals mit der Situation klarzukommen. Also wenn wir zum Beispiel als Säugling immer liegen gelassen werden, oder es gab ja auch mal diese schwarze Pädagogik, dass man gesagt hat, das Kind muss einfach mal jetzt eine Woche durchschreien, dann hört es schon auf. Ja klar hört es auf, aber es wird einen großen Defizit haben, nach dem Motto, ich kann schreien, so viel ich will, es hört mich niemand. Und das ist, sag ich mal, man kann dann Strategien entwickeln, man kann besonders schlau werden, besonders lustig und da dann dadurch die Anerkennung und Aufmerksamkeit der Erwachsenen kriegen. Und wenn man jetzt als Erwachsener immer noch vielleicht erfolgreich ist, als Professor und sich immer noch besser weiterentwickelt, aber oft unter der Oberfläche ist dieses Defizit, das praktisch immer mitschlummert. Und dann treffe ich auf Gemeinschaften oder auf Partnerschaften und die lösen genau diese alten Muster aus. Und das nennt man Schatten. Schatten ist so wie, mir begegnet was im Außen und ich sage, es regt mich auf und ich sehe nicht die Verbindung, die hier unten zu mir läuft. Also ich bin nicht nur informiert über das Verhalten, sondern ich finde das total scheiße. Oder ich habe überhaupt kein Gefühl, zum Beispiel, wenn jemand mit Wut auf mich zukommt oder abfällig spricht. Und das ist jetzt immer die Möglichkeit, ob jetzt in der Partnerschaft oder eben in der Gemeinschaft, dass man diese Schatten integriert. Und da gibt es ja auch von Ken Wilber diese 3-2-1-Methode, dass man zunächst das beschreibt, was einen nervt, dass man dann in Dialog geht mit, als ob das jetzt eine Person ist. Und der zweite Schritt unter eins ist, ich bin in den Schuhen von demjenigen, der mich jetzt total nervt. Und das wäre jetzt die klassische Schattenarbeit nach Ken Wilber. Und das passiert natürlich auch in der Gemeinschaftsbildung. Ja, und dazu muss man schon ein gewisses Level haben, weil sich in jemand anderen hinein, empathisch hineinversetzen zu können und nachvollziehen zu können, wie das für den anderen Menschen aussieht, ist schon mal schwierig. Selbst wenn es sich da um sich selber handelt, ja, also dass man da bei sich selber hineinfühlt in die verschiedenen Anteile, ist nicht immer einfach. Und gerade im Moment habe ich so das Gefühl, dass man mehr externalisieren möchte. Die Schuld sind immer die anderen und ich bin ja
Also ich meine in der Gesellschaft, nicht in deiner Arbeit, sondern was ich so beobachte. Die anderen sind die, was weiß ich, was ist heute modern? Aluhüte oder so, sagen sie, glaube ich, in Deutschland. Also ich bin, wenn ich das so beobachte vom Außen her, denke ich manchmal, na geht's noch, ja. Ja, also ein gutes Rezept zur Lösung von Schwierigkeiten und Konzepten wäre zu gucken, was hat das denn eigentlich mit mir zu tun? Ist es nicht nur eine Projektion von dem, was in mir ist, was ich in jemand anderen sehe, nicht? Und ja, die Psychologie weiß das seit langem, aber es sieht so aus, es ist im Moment nicht gerade sehr erwünscht, weil es ist halt schwierig. Kannst du noch ein bisschen erzählen, was das ist, was so schwierig ist, was so unangenehm ist? Weil wenn du kommst, guten Tag, schön, schön, dass Sie da sind, aber heute wird es unangenehm. Ist sicherlich nicht die allerbeste Einladung. Ja, also ja, dann erst nicken natürlich alle, ja, das ist schon okay, ich halte schon was aus. Aber wenn es dann zur Sache geht, ungeschminkt die Wahrheit sagen, das ist dann schon anspruchsvoll. Jetzt nochmal was, die Wahrheit. Es ist ja auch noch was anderes, wenn du selber die Wahrheit über dich selber sagst, als wenn jemand anders sagt, die Wahrheit, du bist aber das und das und das, nicht? Also, was ich verstanden habe, dass du bemüht bist, dass jemand in sich selber erkennt, was die Wahrheit ist und die Projektion zurücknimmt, die er auf andere gelegt hat. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist manchmal schon, ja, heftig. Aber das ist wohl die Voraussetzung, um aufzuwachsen. Oder aufwachsen ist nicht das richtige Wort. Doch, weiterzuwachsen. Ja. Nur man braucht beides. Also ich sehe die Salons mit Wir-Praxis als Zustandstraining. Man verlagert den Schwerpunkt von einer grobstofflichen Gruppe, dass man jetzt hier im Kreis sitzt oder jetzt auf Zoom. Das wäre jetzt der grobstoffliche Teil. Der subtile Teil wäre, die ganzen Emotionen zu spüren und wahrzunehmen. Und der kausale wäre dann, ich bin in der Präsenz und nehme jetzt die anderen subtil und grobstofflich wahr. Und das ist erstmal ein Zustandstraining. Das kann man natürlich, wenn man es alleine macht, dann meditiert man und entwickelt den Zeugen recht gut. Aber dann kommt eben der Heilige vom Berg runter und wird am Marktplatz angerempelt und dann ist er sauer. Also das ist dann wieder, das ist dann eben dieser Kontakt mit den anderen. Und eben durch Meditieren kann ich keine Schatten auflösen, sondern nur, wenn ich eben in Beziehung bin, weil die anderen mir das spiegeln. Sonst habe ich ja den Spiegel gar nicht. Und was Wilber sagt, es geht darum, er spricht da von Conveyor Belt. Das ist praktisch eine Art Förderband, wo er sich vorstellt, dass die Menschen durch die einzelnen Stufen begleitet werden. Und was wir bräuchten, wäre eine Kultur, die das unterstützt. Also nicht nur bis zur rationalen Stufe, also man hat sein Abitur, man hat sein Intellekt ausgebildet, aber die anderen Entwicklungslinien, emotional, Zeugenbewusstsein, die sind alle irgendwie nicht im Fokus und das ist jedem selbst überlassen, was er dann macht. Und es gibt ja eine große Aufbruchbewegung, aber da gibt es halt auch wieder die dann eher so ins magische Bewusstsein abgleiten und man spricht dann hier von dieser Prä-Trans-Verwechslung und das ist, glaube ich, auch im Moment gesellschaftlich das Problem, dass viele eben Nicht-Rationalität verwechseln mit Transrationalität und das ist diese große Kluft, wie du sagst, Aluhüte. Die meisten, die das machen, die wissen natürlich, dass Alu nicht gegen Chemtrails schützt, aber trotzdem bauen sie sich vielleicht irgendwelche Orgonbusters und stellen die sich in die Wohnung. Und ich weiß auch nicht, wie wir das zusammenkriegen im Moment. Ich kann nur jetzt mit meiner kleinen Gruppe da so eine Art morphogenetisches Feld schaffen, wo andere mitmachen. Das heißt ja, was wir hier machen, du willst es ja nicht jetzt als Privatgespräch nur haben, sondern du stellst es auf deine Seite, damit es dann auch
geteilt und vielleicht spricht es jemand an, und das würde mich freuen. Ja, solange du es jedenfalls noch online machst, aber vielleicht ab jetzt machen wir auch die, die es live gemacht haben, diese Praktiken durch diese jahrelange Krise. Vielleicht werden sie ja in Zukunft auch online mehr Angebote haben. Das heißt, es hat ja auch was Gutes, nicht? Dass man plötzlich überall in der Welt zusammenkommen kann. Ich habe in meiner englischsprachigen Gruppe habe ich eine Frau aus Südafrika, dann Deutschland, ich bin Italien, Österreich, New York, Kalifornien und so. Das ist normal, trifft man sich nicht und im Internet schon. Also ist schon toll. Ja, ja, wir haben jetzt über die Schattenarbeit gesprochen und über die Wichtigkeit. Es ist wirklich komplett wichtig und es ist erstaunlich, weil anschließend, wenn man durch dieses Chaos durchgegangen ist, das innere Chaos, dann plötzlich kommt ein, das ist wie eine Erleichterung und dann kann man wieder auf der nächsten Stufe weitergehen. Ja, was wollte ich dich noch fragen? Ja, du hast von Scott Beck von den Stufen gesprochen. Wir waren jetzt beim Chaos, ne? Und da sind wir ja mittlerweile gut vertraut, wie das so geht, individuell, kollektiv, überall. Was kommt dann? Worauf ja, er spricht nicht von Stufen, sondern von Stadien, also Stadien der Gemeinschaft. Okay. Angefangen mit der Ego- oder Pseudo-Gemeinschaft, wo man nett zueinander ist und höflich, aber eben sehr oberflächlich. Dann, wenn man länger zusammen ist, tauchen die Widerstände oder die Gegensätze auf und die Widerstände dazu, die man dann nicht mehr unter den Teppich kehren möchte. Und dann kommt eben die Chaosphase. Ich meine, wenn die Leute alle Schattenarbeit gemacht haben und schon bewusst sind, dann kann diese Phase auch nicht übersprungen werden, aber relativ kurz sein. Wenn natürlich die Leute unbewusst sind und auf ihren Meinungen beharren, dann wird es wirklich schwierig und man braucht dann das Commitment von den oder die Zusage von allen Teilnehmern, dass sie dabei bleiben und nicht aus dem Raum rausgehen. Und dann kommt eine Stille und dann entsteht diese Öffnung des Raums, eine Tiefe, die jeder spüren kann und jeder, der spricht, gibt dann mehr Raum dazu. Und ist es halt so, dass dann immer wieder dieser Zustand wieder, weil der sehr fragil ist oder sehr verletzlich, dass der dann auch wieder verschwindet. Weil dann, ja. Aber das ist die Übung, quasi diese Stille und auch dieses empathische Mitteilen zu üben. Aber es braucht jemand, der das den Raum aufmacht. Und das kann jetzt nicht unbedingt, der Facilitator hat eher die Funktion, den Raum zu halten. Oder ich merke dann auch, bei wem, wer jetzt, sage ich mal, am nächsten an dieser Schwelle ist, und an dem Schmerz ist, weil es ist ja auch ein Schmerz, dieses Gebrochensein zu fühlen oder zuzulassen und dann können schon auch mal Tränen fließen, das ist jetzt nicht Voraussetzung, aber man ist mit diesem Schmerz in Berührung und dadurch entsteht dann diese Öffnung. Und dann kann ich jemanden schon gezielt ansprechen, sagen, du hast jetzt lange nichts gesagt, wie geht's dir gerade? Und dann hat er eine Einladung, weil er vielleicht auch gar nicht der Extrovertierte ist, der jetzt seine Meinung breit macht oder sagt, wo es lang geht. Das sind ja eher die, sage ich mal, die Zuhörer, die dann auch entsprechend leiden. Und die brauchen manchmal eine Einladung zum Sprechen. Also da kann ich als Facilitator schon ein bisschen steuern. Ich kann auch versuchen, selbst in diese Verletzlichkeit zu kommen. Ist auch möglich, ja. Ja, ist eine tolle Praxis, die man braucht und wirklich braucht, um weiterzukommen. Ich habe ehrlich gesagt, hätte eine Verwendung dafür, für die Absolventen deiner Praxiskurse.
Und zwar, ich möchte ja hier eine Lebensgemeinschaft aufbauen mit Leuten. Und ich hatte ja schon mehrere Leute auch hier, die so angeguckt und ich sie angeguckt habe. Da habe ich gedacht, nee, das geht nicht. Ich brauche Leute, die sich auf sowas einlassen können, ja? Die das gelernt haben, wie man eben aus dem Chaos konstruktiv wieder rauskommt. Das Chaos kommt früher oder später mit jedem, würde ich sagen, ne? Dass es immer Momente kommt, wo dann die Freundlichkeit aufhört und wo man das Gefühl hat, aber jetzt muss ich es aber mal sagen, nicht? Und dann kommen dann die Momente der Konfrontation. Und je nachdem, wo du stehst, ich hatte jetzt das letzte mit einer Frau, die in Grün stark verankert war, wie du sagst, man braucht die Voraussetzung, nicht aus dem Raum rauszugehen, ja, und sich drauf einzulassen, sonst ist es halt schwierig. Jedenfalls Einladung an Leute, die an sowas interessiert sind in Italien, dieses intensiv zu üben, weil wenn man sich jeden Tag sieht, ist es ja natürlich was anderes als einmal in der Woche oder einmal im Monat, würde ich die gerne willkommen heißen. Ja, du hast jetzt auch, wir haben uns beide für die integrale europäische Konferenz beworben und da wirst du auch, wenn das so alles kommt, wie wir uns gedacht haben, einen Workshop halten, ja, in dieser Richtung. Was ist da dein Ziel und deine Absicht, das in dieser Form und an jenem Platz zu tun? Weil das sind ja im Allgemeinen Menschen, die, sagen wir mal, immerhin schon an Integralen ein bisschen orientiert sind. Ist es da ein Unterschied, wenn du das da machst oder wenn du das bei dir zu Hause machst, und was ist da die Absicht? Mir ist auf alle Fälle gut, wenn die Teilnehmer eine gemeinsame Sprache haben, also die schon Wilber gelesen haben, sie über Stufen, Zustände, Linien, Quadranten, das ein bisschen kennen. Also dann, weil das ist ja quasi die Karte, mit der wir losziehen, um auf den Berg zu kommen. Und eben, ich bin nicht so interessiert an Gesprächen über die Karte, es sei denn, es taucht wirklich auf, dass man bestimmte Dinge dann da Erkenntnis hat und beschreibt, was er dann auch wieder einen weiterhilft. Und jetzt im IEC, da ist ja ganz wenig Zeit. Also wir haben insgesamt 90 Minuten. Wir werden eine Einführung machen über die Salonlandschaft im deutschsprachigen Raum und dann in kleinen Gruppen unsere Lieblingsthemen transportieren. Und wenn es mir gelingt, jemand dafür zu interessieren, was Gemeinschaftsbildung ist, dann ist mein Ziel erreicht. Also man kann dann nicht in einer halben Stunde Gemeinschaftsbildung praktizieren. Ich bin auch am Üben, wie viel Zeit man braucht online. Im Moment so 2,5 Stunden sind lang, und auch wenn es interessant ist, die Zeit vergeht schnell. Aber ich habe es zum Beispiel gestern gesehen, da wäre eigentlich wirklich interessant weiterzumachen. Und wir treffen uns ja auch sonst den ganzen Tag. Wenn wir in Präsenz sind, da haben wir einen ganzen Vormittag, wir essen zusammen, wir haben Nachmittag, und da ist viel mehr Raum für diese Entwicklung. Man kann es nicht beliebig komprimieren oder beschleunigen, weil der Raum lässt sich dann nicht so modellieren, wie man möchte. Darum wird es bei der IEC nur so ein Appetitanreger sein. Und mit Hinweis, dass du in der Nähe von München bist und sobald es geht, wirst du das wieder machen. Magst du ein bisschen mitteilen, deine Website oder wo veröffentlichst du das? Wo können sich Leute hinwenden, wenn sie daran interessiert sind? Ich habe leider keine Webpräsenz. Die Menschen, die gehen ja zum IF, also zum integralen Forum.org, schauen dann in die Salon Seite und kommen dann über die Münchner Seite. Da kann man sich auch informieren, wie die Praxis abläuft im Münchner Salon. Und ich möchte auch beide Salons weiter betreiben, also den WeLab auf Zoom einmal im Monat und natürlich den Präsenzsalon, den ich ja auch nicht alleine führe. Wir haben da
eben für, auch für die drei Körper, drei Gastgeber. Also es gibt den grobstofflichen Körper, das sind unsere Gastgeber, die den Raum zur Verfügung stellen, die den Cappuccino machen und wo wir uns im Wohnzimmer zusammensetzen. Ich bin jetzt quasi der subtile Raumhalter, ich mache die Einladung, ich bin der Ansprechpartner für Neuinteressierte, die dazukommen. Und haben einen Rainer Weber, der schon sehr, sehr lange sich mit Ken Wilber beschäftigt, Coaching macht, Wir-Prozess und subtiler Raum. Und der ist eben, hat jetzt die Rolle subtiler Raumhalter oder steht dafür, wobei natürlich alle Teilnehmer befähigt werden sollen, subtilen Raum halten zu können. Aber wir haben erst gestern nochmal, Entschuldigung, kausalen Raum, gestern wieder die Diskussion, ja, was ist kausaler Raum? Dann sage ich, ja, per Definition ist da nichts. Das ist ja das große Dao oder das, was sich nicht beschreiben lässt. Und das ist die absolute Wahrheit. Und daraus entsteht diese ganze Welt der Polaritäten, Yin-Yang und die 10.000 Dinge. Und darum ist es manchmal so schwierig, über kausalen Raum zu sprechen. Ja, ich finde es auch nach wie vor sehr schwierig. Es ist praktisch das, worin all das andere entsteht, nicht? Ja, ich verwende immer so ein Bild, wenn ich jetzt meine Erinnerungen, meine Emotionen, meinen Körper, alles, was ich habe, quasi in eine Tüte packe und irgendwann ist alles drin und dann gibt es etwas, das schaut von außen auf die Tüte und das ist der Zeuge und der hat keinen Inhalt. Er schaut nur. Genau. Der guckt nur. Und er kann auch nichts anderes machen. Also es ist eine Art, das ist diese Präsenz, die man üben kann in der Meditation. Das ist auch ein Zustand. Und wenn man dann weiterdenkt, ist der Zeuge, ist dasjenige, was wir miteinander teilen. Das ist so, und da bin ich jetzt noch nicht weit, wie man das auch spüren kann. Also dein Zeuge ist der gleiche wie meiner. Bei dir taucht Heidi auf und deine ganze Geschichte. Bei mir taucht Michael auf, die ganze Geschichte. Aber der Zeuge ist unteilbar. Und das verbindet uns. Ja, und das ist auch das, was man eigentlich mit dem Kopf nicht richtig verstehen kann, ne? Irgendwie. Also mit logischem Denken oder so kriegt man das, finde ich, nicht hin. Ja, es gibt von Ken Wilber ganz gut einen kleinen Vortrag. Er nennt es 5 Gründe, warum wir nicht erleuchtet sind. Und da beschreibt er das eigentlich sehr gut. Also es ist so, er spricht dann, der Zeuge ist wie so eine Videokamera, die alles aufnimmt, aber nicht, ja. Schön, und die Videokamera nimmt uns beide jetzt auf, obwohl wir aus ganz verschiedenen Ecken zueinander sprechen. Das ist schön. Ja, ich denke, so mit Metaphern kann man das vielleicht besser verstehen als mit Begründungen. Ja. Ja, du, wir haben jetzt schon fast eine Stunde geredet. Das ist wunderbar. Jetzt wollte ich dich noch fragen, hast du am Ende noch irgendwie was, was du noch nicht gesagt hast, was du noch ganz, ganz dringend reinbringen willst? Und ja. Ja, ich lade alle ein, die sich angesprochen fühlen, auch vielleicht eigene Gruppen zu machen oder über Wir-Praxis, V-Space sich auszutauschen. Das ist eine Einladung an alle. Ja, wunderbar. Und ja, die Einladung an die Welt. Wir brauchen jetzt V-Spaces, um diese Riesenkrise, in die wir stecken. Und die hat nicht nur mit Krankheit oder was zu tun, sondern eine gesellschaftliche Umwandlung auf der ganzen Welt praktisch, die stattfindet. Und dazu brauchen wir V-Spaces. Wir brauchen das Verstehen, das Zusammenkommen. Und insofern hoffe ich, dass wir mit diesem Gespräch ein bisschen was dazu beigetragen haben und die Leute inspirieren können, sich auf den Weg zu machen und nicht allein ständig zu Hause zu hocken. Und wenn es sein muss, so wie bei mir hier, ich bin ja weit auf dem Land und niemand da, dann wenigstens online das nutzen, um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und ich finde es immer wieder so erbaulich,
Nach jedem Gespräch, was ich führe, bin ich den ganzen Tag glücklich. Ich danke dir, Michael. Glück, du hast mir Glück gemacht. Ja, danke, Heidi, dass du mich gefragt hast, weil ich brauche diese Anfrage. Ich bin nicht der, der vorprescht und irgendwelche Weisheiten verkünden kann. Wunderbar, ich habe es gemacht und freue mich. Und wie gesagt, wir sind jetzt beide glücklich für den Tag, hoffe ich. Ich finde den Namen so schön. Immer wenn ich über deinen Namen komme, da freue ich mich. Wunderbar. Und ihr Lieben, ja, kommt auf die Webseite thewisdomfactory.net. Dann könnt ihr euch für ein Newsletter einschreiben. Ich mache ja öfters solche Interviews, viele auch natürlich in Englisch, aber eben auch auf Deutsch. Und dann mache ich die Gruppen und ja, schreibt euch ein. Und auf YouTube sind dann die Videos und liked doch mal den Kanal auf YouTube. Das wäre doch ganz hilfreich. So. Meine E-Mail-Adresse ist michael@glueck.org. Ja, wunderbar. Da können Sie dich direkt erreichen. Alles klar. Super, danke. Tschüss. Danke.